Hallo, willkommen auf meinem kleinen Kanälchen. Wir haben heute mal wieder einen Speed Champion. Und zwar den Ferrari F8 Tributo mit der Nummer 76895. 275 Teile aus dem Jahr 2020 und zur Verfügung gestellt vom guten Mago. Kanal verlinke ich hier oben. Instagram steht unten drunter. Ihr wisst Bescheid. Schauen wir uns mal kurz die Rückseite an. Ja, noch ein paar Bildchen. Dazu das Originalauto, das doch deutlich runder ist. Naja gut, ist halt ein Legostein. Da geht es halt nicht ganz so rund. Ja, wir schauen uns mal das gute Stück an. Wir haben hier eine Anleitung. Wir haben einen Aufkleberbogen, der teilweise angebracht wurde. Jede Menge Teile und jetzt eine leere Kiste. Grundplatte, Anleitung. Also wie schon gesagt, 275 Teile. Und wir haben für diese 275 Teile 67 Seiten und 82 Bauschritte. Also etwas mehr wie 4,5 Teile pro Bauabschnitt. Dürfte nicht sonderlich kompliziert werden. Ich mache es eh per PDF. Und dann schauen wir, was rauskommt. Ich leere das mal aus. Ich lasse euch daran teilhaben. Spare ich mir einen Schnitt. Halt euch kurz die Ohren zu. Scheibe ist noch ganz okay. Sieht gut aus. Wir haben jede Menge rote Teile. Ein paar Aufkleber angebrachte. Ja, der Marco stellt diese Fahrzeuge in seine City. Da sehen die natürlich etwas schöner aus, wenn sie Aufkleber haben. Die Aufkleber, jetzt gucken wir gerade mal, also die sind auch wirklich nicht schlecht. Na gut, die sind erst ein Jahr alt oder so. Je nachdem, wann er es gekauft hat. So, schauen wir uns mal die Figur an. Ich nehme mal die andere Cam dazu. Oder generell mal auf die andere Cam. Ferrari-Zeichen auf der Brust. Der Rückseite die üblichen drei Streifen. Also mehr trugen die auf die Rückseite nicht bei den Speed Champions. Aber dieses hier ist okay. Ja, Teile, Farbwahl sieht soweit ganz gut aus. Bisschen Gelb mit dabei, passt ja auch zu Ferrari. Ach, hier haben wir noch die Plauze statt dem Helm. Die Aufkleber sehen recht gut aus, also Lego-Aufkleber sind wirklich nicht schlecht. Also wie wir es bisher hatte, das könnte sogar ein Print sein hier. Dann zumindest keine Erhabenheit sehen. Das ist ein Print, das ist ein Ding. Wir haben ein Print. Wahrscheinlich haben wir den auch zweimal. Ich weiß nicht, wo das dann hinkommt, wenn wir sehen. Ja, dann schalte ich mal die Kamera um. Also auf Dualkamera. Also so. Und dann fangen wir mal an zu bauen.
da haben wir ihn. Den Ferrari F8 Tributo. Die Nummer 76895 von Lego 1 Speed Champion. Zur Verfügung gestellt vom guten Marco. Zusammengebaut von mir. Er ist nicht ganz original, das hat er mir dann anschließend auch mitgeteilt. Nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Aber er sieht gut aus, die Steinequalität ist top. Die Klemmkraft, also es ist ja eher ein Auto, was in der Vitrine steht, aber so manche Anbauteile am Front, am Heck werden erst dann stabil, wenn man sie anschließend verbunden hat. Davor ist ein bisschen wackelig Angelegenheit, aber nichts, was jetzt kompliziert ist, dass es wieder in 1000 Teile zerfällt. Ja, das gute Stück hat 275 Teile und unendlich viele Bauabschnitte. Es war selten mal mehrere Teile, also 3, 4 war das höchste. Und wenn mal 6 oder 7 Teile waren, war es in einzelne Abschnitte unterteilt mit 4, 5, 6 Bildern. Es ist wirklich watschen einfach. Die Teilequalität ist gut. Ihr seht, wie er glänzt. Das Trans Black ist super. Der Zusammenbau war wie gesagt einfach. Das meiste daran sind Aufkleber. Wir haben aber auch ein paar Prints, wenn sie auch gut versteckt sind. Gut. Gehen wir mal drauf ein. Ihr habt ihn jetzt gesehen. Wollen wir gerade mal ausmessen, bevor ich dann auf die Teile komme. Er ist überraschenderweise 16 cm lang. 7,5 breit und naja, so ein Sportwagen 4,5 hoch. Prinz. Hier vorne diese Drachenschuppen sind innen drin geprintet, also schwarz gedruckt. Hier neben hinter den Spiegeln, ich muss mal ganz nah rankommen, dieses Ferrari-Zeichen ist ein Print. Sensationell. Hier hinten haben wir zwei rote Fliesen, die in der Mitte geprintet sind, wie die Drachenschuppe vorne auch, einfach innen drinnen in schwarze Balken drauf gedruckt. Das war's. Der Rest, Ferrari-Aufkleber, Nummernschild-Aufkleber, Ferrari-Aufkleber, hier hinten die Elemente, alles Aufkleber. Das waren auch Aufkleber, ja. Ich zeige euch kurz den Innenraum. Das kann man ganz einfach abnehmen. Hübsche Figur, hat euch ja schon gezeigt, hat einen schönen Print. Der Innenraum ist okay. Nichts Besonderes, nichts Verwerfliches. Die Schaltarmatur unten drin ist natürlich, oder seht ihr das? Ja, es glitzert, auch ein Aufkleber. Vollkommen klar. Ja, dem Marco haben die, ich habe hier zwei Aufkleber übrig. Oder 4. Dem Marco haben die Scheinwerfer nicht gefallen. Da hat er so diesen vorne mit diesen, eigentlich kommt hier so ein Teil rein, an die Stelle von den Trans Black Teilen, wo dann der Aufkleber für den Scheinwerfer drauf gemacht wird. Das hat ihm nicht gefallen. Da hat er hier zwei Trans Black Käse Action drauf gemacht. Sieht jetzt auch nicht verkehrt aus. Kann man so lassen. Wollte ich nur anmerken. Falls ihr ihn original kauft und euch wundert, warum euer Ferrari keine Scheinwerfer hat, jetzt wisst ihr es. Ja, der Bau an sich war schön, Fahrzeug ist gut, gibt jetzt nichts zu beklagen. Die Spiegel gefallen mir nicht, also ich wüsste jetzt, ich weiß nicht. Das ist so mein Ding, ich wüsste jetzt nicht, was ich anders sehe, ich kenne nicht alle Teile. Aber so wie sie da sind, gefallen mir sie nicht. Geschmackssache. Schönes Fahrzeugchen. Ich danke dem Marco nochmal für die Zur Verfügung stellen. Lassen wir noch ein bisschen drehen. Bin sehr zufrieden. Werden jetzt wieder eintüten und gehe dann zurück an den Absender. Vielen Dank. Ja, ich hoffe, ihr hattet im Speedbuild ein bisschen Spaß. Und denkt immer dran. Wir haben Bausteine verbinden.